Kevin verrückt den Küchentisch. Er wird ihn wieder dauerhaft fürs Homeoffice nutzen. Er fragt sich, wie sind wir an diesen Punkt gekommen? Anfang März 2020 schicken die ersten Unternehmen ihre Angestellten ins Homeoffice. Das neuartige Coronavirus breitet sich aus. Kevin sieht Erschreckendes aus Italien, Spanien und den USA. In Deutschland wird das Klopapier knapp. Ab 22. März gibt es einen Lockdown. In Kevins Nachbarschaft schneidern sie Masken. Seinen Großvater kann er damit nicht besuchen. Auch für seine Fernbeziehung ist es eine harte Zeit. Eine Menge Querdenken-Domains tauchen auf. Die Bewegung, bei der sich Kritik mit Verschwörungsfantasien mischt, macht bundesweit von sich reden. Kevin lernt viel über unsere Gesellschaft, über die Zustände in der Fleischindustrie und bei den Spargelerntehelfern, über die Bezahlung von Pflegekräften und den Personalmangel dort. Nach einem entspannten Sommer steigen die Zahlen. Am 2. November kommt der zweite Lockdown. Kevin liest in der Zeit über vergangene Epidemien und wundert sich, wie sich die Leute damals verhielten. Ab 21. Dezember lässt die EU den ersten Impfstoff zu. Eine weltweite Impfkampagne beginnt, die hierzulande im Sommer stockt. Die wissenschaftlichen Argumente erreichen viele nicht mehr. Als im Herbst die Zahlen steigen, kommt das deutsche Gesundheitssystem an seine Grenzen. Die Politik diskutiert Maßnahmen. Kevin sitzt am Küchentisch, wenigstens diesmal mit seinem Freund. Wie wir hierher gekommen sind? Wir haben viel geschafft, viel Unglück verhindert. Doch es fällt uns weiterhin schwer, die langfristigen Folgen abzuschätzen und vorausschauend zu handeln. Nur mit Rücksichtnahme und Vernunft werden wir die Pandemie bewältigen.